Da bin ich wieder. Ich melde mich auch nochmal. Und zwar ist der Grund, dass ich jetzt schon 2 Monate in den USA bin. Das geht so schnell, das hätte ich gar nicht gedacht. Es ist der Hammer. Ich glaube es gar nicht, dass ich schon 2 Monate hier bin. Und es fühlt, also auf der einen Seite habe ich hier so viel erlebt, dass ich denke, auch es könnten auch schon 4 Monate sein. Weil man halt einfach so viel hier sieht und macht und ja. Und auf der anderen Seite denke ich, wow, die 2 Monate sind so schnell vergangen. Natürlich vermisse ich alle zu Hause. Ich wünschte, die wären alle hier mit mir und könnten das mit mir erleben. Aber es ist nicht so, dass ich denke, oh, ich muss unbedingt nach Hause. Ich fühle mich hier pudelwohl. Meine Gastfamilie ist der Hammer. Ich liebe diese meine Gastfamilie. Natürlich sagen alle Au-pairs immer, meine Gastfamilie ist die beste, aber meine ist die beste. Also für mich. Die Kinder sind so süß und so lieb. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, die in einem Jahr oder in 10 Monaten ja jetzt verlassen zu müssen. Meine Gasteltern sind, die tun alles für mich. Und ja, es ist einfach, ich kann mit denen über alles reden und natürlich gibt es hier und da Sachen, die irgendeinen stören. Das ist einfach so, wenn man miteinander lebt. Da kommen wohl oder übel Differenzen manchmal auf, aber es ist nicht so oft, also fast gar nicht. Und wenn mich was stört oder wenn sie was stört, dann reden wir direkt darüber. Und das ist das Wichtigste, dass man direkt darüber redet, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wo man eigentlich denkt, das ist jetzt so wenig, soll ich sie wirklich drauf ansprechen? Aber wenn man es nicht tun würde, dann würde das alles noch schlimmer werden und immer schlimmer, weil dann immer neue Sachen dazukommen. Und irgendwann denkt man sich, nein, es ist schon so viel vorgefallen, ich möchte auf keinen Fall in dieser Familie weiterleben. Und deswegen finde ich es gut, dass ich auf sie zugehen kann und ich mit ihnen sprechen kann und sie mit mir sprechen. Und das ist einfach richtig schön. Ich habe eben noch mit meiner Gastmutter darüber gesprochen, dass ich ja jetzt schon 2 Monate hier bin. Die so, oh wow, das kommt mir gar nicht so vor und es ist krass. Es ist wirklich krass. Ja, aber mir geht's immer noch richtig gut. Ich weiß gar nicht. Ja, es geht mir richtig gut und ich habe in diesem Monat schon wieder so viele Sachen erlebt. Es ist bei uns hier in der Nähe gibt es so ein Cherry Creek Reservoir. Das ist so ein See, der ist richtig schön. Da war ich mit Anja und Mary 2-mal sogar, glaube ich. Wir kommen immer zu spät an. Wir sind immer zu spät. Und deswegen fängt es schon fast an, dunkel zu werden. Und das ist halt immer doof. Aber wir haben super schöne Bilder gemacht. Und das zweite Mal haben wir einfach da gesessen und dem Sonnenuntergang zugeguckt. Und es ist echt super schön da. You would not believe your eyes. 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Because they filled the open air. Dann war ich auf dem Oktoberfest in Denver. Das war mega cool. Aber es sah halt einfach aus wie zu Hause. Oder wie man sich das Oktoberfest vorstellt mit diesen blau-weißen Tischdecken und Zelten. Und Menschen, da gab es, hier hatten Leute Dirndl und Lederhosen an oder einfach nur ein Deutschland-Trikot. Oder, und wir beide, also ich war mit Alina da und wir beide als Deutsche sahen einfach total normal aus. Ja, da gab es halt alles Mögliche an Deutsches zu essen. Wir haben uns dann da eine schöne Bratwurst gekauft. Und wir haben uns super drauf gefreut, endlich nochmal Bratwurst zu essen. Ja, die machen die hier mit Truthahn. Ja, und dann natürlich haben alle Bier getrunken. Yay! Es war nervig, weil man hier ja erst ab 21 trinken darf. Und wir sind bei, also ich bin 18 und sie ist 19. Das heißt, für uns war Bier nicht drin. Und dann bist du als Deutsche auf einem deutschen Fest hier in Amerika und zu Hause darfst du Bier trinken und hier darfst du nicht. Es ist schon, also ich brauche das nicht. Ich kann ein Jahr auf Alkohol verzichten. Aber es war schon so ein komisches Gefühl, weil
man gar nicht dürfte. Also, es war komisch. Und es war halt nervig, weil alle haben getrunken und wir so, wir wollen auch so ein schönes, ein Bier wenigstens, aber das ist halt nicht drin. Die kontrollieren hier mega stark. Und ich bin halt auch Auto gefahren und hätte ich sowieso nichts getrunken. Aber es war halt, ja, aber es war halt mega cool. Da war halt auch, die haben so einen Wettbewerb gemacht, wo du zwei Maß halt in der Hand halten musstest und die dann so hochhalten musstest. So. Und ja, wer am längsten hält, der kommt halt auf so eine Liste oder wie viele Minuten und dann wird irgendwann ein Finale gemacht und dann konnte man irgendeine Reise gewinnen. Und es war halt mega lustig. Und dann hat gewettet, wer am längsten das schafft. Und ich war ziemlich gut. Ja, ich habe immer auf die Richtigen gewettet. Und ja, war echt mega cool. Achso, und am nächsten Tag, nachdem ich halt gearbeitet habe, ich musste bis 3 Uhr dann arbeiten. Es war übrigens ein Sonntag. Bin ich mit Anja, Mary und noch einer anderen Alina nach Boulder gefahren. Das ist eine Studentenstadt hier. Und die Stadt ist super, super schön. Wir waren dann halt an der Uni und haben uns das halt alles angeguckt. Und ja, dann wollten wir noch zu den Bergen fahren. Das war dann nochmal 10 Minuten bis zu den Bergen. Und dann auf so einer Aussichtsplattform, wo du über komplett Boulder rüber gucken konntest. Das war so schön. Ja, dann wollten wir halt noch ein bisschen weiter höher, weil das Pärchen meinte halt, ach, da ist noch eine andere Plattform, wo ihr richtig schön gucken könnt. Und sind wir so gefahren und haben gerade darüber gesprochen, dass da, wo wir im Moment sind oder da, wo wir im Moment fahren, irgendwo der Bär sein müsste. Ja, wir haben gerade und dann gucke ich aus dem Fenster und 5 Meter von unserem Auto entfernt sitzt dieser Bär. Ich habe in meinem Leben noch nie so laut geschrien. Ich habe mich so erschrocken, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass der auf unser Auto drauf springt und uns alle zerfleischt und bla bla bla. Und dann steht der da 5 Meter von uns entfernt, mich voll umschreien. Und Mary hat sich richtig erschrocken. Sie ist halt Auto gefahren und sie so, oh mein Gott, warum schreist du so? So, da ist der Bär, da ist der Bär, da ist der Bär. Dann habe ich ganz spontan am 4. und 5. Oktober frei bekommen. Dann habe ich gesagt, Leute, wir müssen zum Hanging Lake. Ich will da jetzt unbedingt noch hin. Das Wetter ist noch schön, also fahren wir da jetzt hin. Dann bin ich mit Alina, die bei mir hier in der Nähe wohnt, nur 10 Minuten entfernt, noch mit einer anderen Alina, die 40 Minuten weg wohnt und die hat noch eine Freundin mitgenommen, die Pia. Und ja, dann hieß es für uns am 5. Oktober um 6 Uhr oder 6:30 aufstehen, weil um 7:30 kam Alina zu mir, hat mich abgeholt. Und dann haben wir die ganze Zeit 90er Musik gehört und sind da echt so abgegangen. War wirklich lustig. Dann gingen die 3 Stunden auch ziemlich schnell vorbei. Und dann sind wir angekommen. Haben auch direkt, wie die Deutschen, einen Platz reserviert. Einer ist rausgefahren. Und ich bin, nachdem er dann aus der Parklücke war, bin ich raus aus dem Auto gesprungen und habe mich kackendreist, Entschuldigung für diesen Ausdruck, kackendreist auf den Parkplatz gestellt und habe gewartet, bis Alina gedreht hatte und dann endlich bei mir reinfahren können. Wie die Deutschen, wir mussten ungefähr eine Stunde wandern und zwar den Berg hoch. Nach 7 Minuten kam die erste Frage von, ich weiß gar nicht mehr von wem, können wir eine Pause machen? Und dann ging das alle 7 Minuten, alle 5 Minuten so, wir brauchen eine Pause. Und ich konnte einfach nicht mehr, es ist so anstrengend. Es hat sich wirklich gelohnt, weil der See ist so schön. Es ist so schön da. Es ist wunderschön, Mann, ich kann es nicht anders sagen. Es ist toll. Das schönste Stückchen Erde, was ich je gesehen habe. Das schönste Stückchen Erde, was ich je gesehen habe. Wir haben ganz viele Fotos geschossen und hatten mir Freundinnen erzählt, dass es hier auch so eine Art Adventure Park gibt.
gibt. Da sind wir dann auch noch hingefahren. Und die andere Alina, also die hier bei mir in der Nähe wohnt, und ich haben so eine Schaukel gemacht. Und hast halt in so einen Canyon reingeguckt. Und es ging halt, weiß ich nicht wie viele Meter, tausende Meter runter und du guckst in diesen Canyon rein. Es war mega cool. Und dann sind wir halt, haben uns auf dem Weg nach Hause gemacht. Wir waren alle mega müde, haben dann noch bei Wendy's gegessen. Genau, dann sind wir dann nach Hause gefahren. War mega anstrengend. Ich glaube, wir waren schon, also wir waren um 9 Uhr zu Hause und dann bin ich direkt in mein Bett gefallen und habe durchgeschlafen. Und ich war letzte Woche, diese Woche Mittwoch, am 7. war ich am College. Das ist halt so, ein Au-pair muss 6 Credits machen. Ich weiß auch nicht genau, was das genau ist. Das sind ungefähr so 70 bis 90 Stunden, die du am College verbringen musst. Sonst kriegst du kein Zertifikat von der Agentur und dein Visum ist nicht erfüllt und du kannst nicht nochmal ein Au-pair-Visum nach hier bekommen. Also habe ich mich halt dazu entschieden, einmal RuPaul Community College Kurse zu belegen. Aber ich hatte keine Lust auf irgendeinen Englischkurs oder Geschichtskurs oder sowas, also wollte ich Zeichenkurse machen, weil ich das halt super gern mache. Und ja, da haben meine Gastmama und ich ein bisschen was falsch gemacht. Wir haben mich halt angemeldet und dann haben die erstmal eine Stunde, wir haben mich halt angemeldet und dann braucht es erstmal eine Woche, bis ich Post bekommen habe. Dann sollte ich mich online nochmal anmelden und dann sagten die mir, ja, du musst einen Test machen. Du musst einen Englisch- und einen Mathe-Test machen, damit wir dich einstufen können, in welche Englisch- oder Mathe-Klasse du kommst. Ich so, ich mach doch gar keine Mathe- oder Englischkurse. Das ist doch vollkommen wurscht, wie gut ich daran bin, ne? Ja, es muss wohl einfach gemacht werden. Tja, Mist. Mann, ich bin nicht nach hier gekommen, um zu lernen. Ja. Dann habe ich mit einer anderen Au-pair gesprochen, die ist schon 1,5 Jahre hier. Und die meint, nee, ich bin auch an dem College und ich musste keinen Kurs machen. Du hast dich beim falschen Programm angemeldet. Ich bin in irgendeinem Education-Community-Programm und da hätte ich mich irgendwo anders anmelden müssen. Ich habe das alles nicht gecheckt online und meine Gastmutter wusste das auch nicht. Und ich bin ja das erste Au-pair, also hatte die auch keine Ahnung. Also habe ich mir gedacht, Mittwoch fährst du einfach mal hin. Ja, ich bin erstmal zum falschen Community College gefahren, nämlich nach Aurora, 20 Minuten. Von da aus musste ich dann 40 Minuten zum Aurora Power Community College fahren. Da war ich dann im falschen Gebäude, dann hat mich irgendein Typ zu dem richtigen Gebäude gebracht und dann meinte der Typ, ja, also meinte ein anderer dann, ja, du musst dich da und da Community Education Program anmelden. Willst du das jetzt machen? Ja, klar, kann man machen. Hab mir halt nichts dabei gedacht. Und meinte so, ja, das und das musst du alles ausfüllen. Und da waren halt, wollten die Bankdaten, Kontonummer, ob Visa oder Mastercard oder sowas haben, um das direkt zu bezahlen. Ich sag, das müssen meine Gasteltern bezahlen. Ich habe ja auch gar keine Karte. Das ist ja, dann kannst du das leider nicht hier machen. Musst du dann zu Hause machen. Ja. Yeah. Das habe ich dann am Donnerstag früh gemacht. Und da muss man sich auch direkt für Kurse anmelden. Und der eine fängt halt bei mir am 4. November an, so ein Zeichenkurs. Und den anderen, den ich nehmen wollte, der fing am 7. an. Also einen Tag, nachdem ich mich beworben habe. Ich war mega stinkig, weil ich es einfach wieder mal nicht auf die Reihe gekriegt habe. Wer mich kennt, der weiß, ich bin super verpeilt, was sowas angeht und schieb alles vor. Ich brauche sowieso nur noch 2 Credits, weil ich am 15. und 16. November einen Weekend-Kurs mache. Es gibt ganz verschiedene Weekend-Kurse überall in den USA, in Chicago, in San Francisco, San Diego, Washington DC. Aber meine Agentur, also IFS, erlaubt uns nicht, irgendwo hinzufliegen. Gott sei Dank haben wir auch einen hier in Denver. Also konnte ich den nehmen und für ein Wochenende kriege ich halt direkt 4 Credits. Was sich super mega anhört, ich muss jetzt Hausaufgaben dafür machen vorher, damit man auf die Stunden kommt. Aber die Aufgaben sind eigentlich ganz in Ordnung. Ich werde sie erst in Deutsch schreiben und danach in Englisch übersetzen. Ja,
Das heißt, ich brauche nur noch 2 Credits. Einen Credit kriege ich halt, wenn ich den Kurs im November mache. Und da jetzt alle anderen Kurse schon angefangen haben, habe ich keinen anderen Kurs gefunden, für den ich mich interessieren würde. Also habe ich beschlossen, den im Spring-Semester zu machen, also im Frühlingssemester. Ich bin im November mit 5 Credits fertig, weil halt der eine Kurs geht 5 Wochen. Na, dann bin ich Anfang Dezember fertig. Also habe ich 8 Monate Zeit, um einen Credit zu kriegen. Und das ist ja gar nichts, das sind 12 Stunden. Das werde ich wohl irgendwie hinkriegen und das mag ich auch so. Ja, so viel zum Thema College. An zukünftige Au-pairs, kümmert euch früher darum. Meine LCC, also meine Betreuerin, hat gesagt, Ramona, melde dich so früh wie möglich an, die fangen bald alle an. Ja. Wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man noch früher anfangen. Am besten schon in Deutschland. Nein, das war ein Scherz, aber war halt nicht so ganz gut durchgeplant. Aber ich kriege ja trotzdem meine 6 Credits. Hoffentlich. 5 habe ich ja schon und den 6. kriege ich ja. Ja. liebe Grüße an alle. An alle zu Hause, an meine Familie, an meine Freunde, an die Verwandten. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich vermisse euch. Aber ich werde die 10 Monate, die ich jetzt hier noch habe, auf jeden Fall genießen und durchziehen. Ich bin nur einmal Au-pair hier. Und das werde ich durchziehen. Ich hoffe, dass ich ab nächstes Jahr, also ab Januar, endlich reisen kann. Jetzt wird es zu kalt. November ist mein freies Wochenende schon verplant, wegen dem Weekendkurs. Dezember weiß ich halt noch nicht, ob ich irgendwas machen soll. Und ab Januar fängt es dann an mit Reisen, hoffentlich. Ich spare schon ziemlich viel. So viel man sparen kann. Als Au-pair ist man chronisch pleite. Ja. Ich habe euch alle lieb. Ich melde mich spätestens in einem Monat wieder, wenn mein 3. Monat Video kommt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, was ich für Videos machen soll, dann schreibt sie in die Kommentare. Das wollte ich schon immer mal sagen. Ja. Ich hab euch lieb. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.